Mensch in 5 Millionen Jahren aussieht. Also ich weiß, wie mir morgen früh aussieht, wenn die Flasche da leer ist. Der Mensch... Aber der Mensch in 5 Millionen Jahren. In 5 Millionen Jahren ist bloß noch ein Hier. Ein was? Ein Hierer, ernst? Ein Gehirn. Wie ein Hierer? Ja, einfacher Hierer, ohne Arm und ohne Fies und ohne Rumpf. Bloß noch ein Hier. Das geht doch gar nicht. Ein Hierer mit nichts drumrum. Ja, etwas drumrum ist ja schon. Und was? Ein Uterus. Ein was? Ein Uterus, ernst? Eine Gebärmutter. Uterus, Willi, Uterus. Ja, was ist ein Uterus? Das ist ja egal. Und wie sieht da so ein Uterus aus? Wie? Wie ein Gefrierbeutel? Ein Hierer immer Gefrierbeutel? Mhm. Willi, du kriegst kein Wein mehr. Mein lieber Ernst, was glaubst du wohl, warum mein Schwanz verkümmert ist? Endlich gibst es zu. Was? Na komm. Warum ist er denn verkümmert? Ja, weil ich ihn nicht mehr brauche. Ja, wir gar nicht mehr. Ja, bei dir ist das genauso. Nein, bei mir ist das nicht so. Doch. Neu. Doch. Neu. Doch. Neu. Doch, Ernst, bei allen Menschen ist das so. Wir haben bloß nur einen Restschwanz. Ich nicht. Doch. Neu. Doch. Neu. Doch, Ernst, am Steißboy. Doch. Ja, der Ursprungsschwanz, der ist weg, Ernst. Den hat die Evolution in 5 Millionen Jahren weg evolutioniert, weil wir ihn nicht mehr brauchen. Also gut, Willi, der Schwanz ist weg, aber Arm und Füß haben wir noch. Ja, jetzt nur, Ernst. Wir sind ja jetzt auch in einer Art Zwischenstadion. In 5 Millionen Jahren ist das alles weg, Ernst. Und wie geht man noch aufs Klo? Gar nicht mehr. Ja, wie geht das alles in die Guck? Neu, Ernst, du musst überhaupt nicht mehr aufs Klo. Oder hast du schon mal hier einen Bronzer sehen?